Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki und heute on the road. Heute on the road, der Pujan da mit dabei und ich bin der Sashi, ist ja klar. Servus. Ja. Pujan, Godfather of Shoki Banoki. Und Sascha Flitzpiepel Shoki Banoki. Wieso Servus? Weil du bist auf dem Weg nach München, ich weiß. Weil wir sind auf dem Weg nach München. Ja, genau, ganz wichtig. Ja, ja, ganz wichtig. Wir haben euch wieder was mitgebracht und zwar eine richtig tolle Geschichte aus dem Ausland. Eine Frau in Baden-Württemberg. Ausland? Weil wir sind ja jetzt, wir sind aber jetzt so in Bayern. Richtig Ausland. Du kannst jeden Bayern fragen, das hier ist Ausland. In Baden-Württemberg hat eine Frau beim Spazierengehen mit ihrem Hund eine Entdeckung gemacht. Und zwar hat sie da einen älteren Mann entdeckt im Wald, wie er gerade mit seiner Schaufel ein Loch gebuddelt hat und so eine Art Kindersarg. Wie im Krimi. Hat. Was? Genau. Wie im Kindersarg? Und, genau. Und dann wieder zugebuddelt hat. Und dann hat sie die ganze Zeit zugeguckt. Und das hat sie beobachtet. Ist natürlich nicht auf den Mann drauf zu, weil weiß ja nie, ne? Im Kindersarg? Am Ende hat er noch einen größeren dabei und ja. Der ist leer. Ja. Loch. Aha. Ja. Also hat sie die Polizei gerufen, hat denen die Stelle gezeigt. Ja. Und dann haben die das Loch ausgehoben, haben den Sarg rausgeholt. Lass mich erraten, es war ein Haustier. Nein. Nein. Waren seine alten Schuhe. Und haben den Deckel aufgemacht und eine vergammelte Gurke drin gefunden mit einem Zettel Gürki. Was willst du von mir? Genau. Der hat eine Gurke vergraben. Seine Lieblingsgurke oder was? Hatte wohl eine innige Beziehung zu der Gurke. Wie lange hat er denn diese Beziehung zu der Gurke aufgebaut, bitte schön? Die sie Gürki genannt haben und die Polizei sah jetzt nun wirklich nicht einen Tatverdacht vorliegen und hat deshalb auch keine Anzeige erstattet, ist dem nicht nachgegangen. Insofern bleiben die Hintergründe weiterhin mysteriös. Wir halten euch aber auf dem Laufenden. Wieso? Bleibt am Ball. Wieso vergräbst du ich? So eine ich Gurke? Doch nicht. Nicht du, aber wieso vergräbt man denn so eine Gurke? Warum keine Wassermelone? Warum eine Gurke? Was vergraben? Nein, wenn du sie hochwirfst, kommt sie immer wieder runter. Wenn du sie einmal vergräbst, bleibt sie da. Also insofern kann ich das schon nachvollziehen. Und warum nenne ich sie Gürki? Vielleicht war das eine osmanische Gurke. Das kann sein. Das kann sein. Hallöchen. Ja. Ah, das ist gut, dass du es gesagt hast, weil ansonsten wäre ich echt doof gestorben. Ich fürchte, daran kann ich nicht viel ändern. Das war's wieder. Shoki Banoki on the road. Schalte wieder ein. Und bis zum nächsten Mal. Sag tschüss, Sascha. Cheerio, Miss Sophie.